Waffen, Drogen aller Art, gefälschte Papiere, geklaute Kreditkarten. Im Darknet werden solche Waren zum Kauf angeboten. Vieles, was illegal ist, kann man hier erwerben. Denn wer hier unterwegs ist, sagt Oliver Klau vom Dezernat Cybercrime beim Landeskriminalamt, bewegt sich im Schutz der Anonymität. Die Seiten im Darknet sind im Grunde ganz normale Internetseiten, die nicht anders aussehen als ein Diskussionsforum oder einen Marktplatz, auf das Sie auch öffentlich als Privatpersonen gehen. Nur, dass dort eben entweder Zugangsvoraussetzungen nötig sind, um dorthin zu gelangen, oder eben illegale Waren oder Dienstleistungen angeboten werden. Wie aber funktioniert der Schwarzmarkt des Internets? Im herkömmlichen Internet wird eine Verbindung vom heimischen Rechner zu einem Server aufgebaut. Ins Darknet gelangt man allerdings nur durch Umwege. Je nachdem, was man will, ist der Zugang unterschiedlich kompliziert. Die Verbindung läuft über externe Server, willkürlich gewählt. Jedes Mal wird die Identität verschleiert. Der User kann nicht zurückverfolgt werden. Gezahlt wird mit Internetwährung Bitcoin. Geliefert wird an eine Poststation. Doch die Anonymität, die das Darknet bietet, dient längst nicht nur Kriminellen, sondern auch Menschen, die sich vor digitaler Überwachung schützen müssen. Whistleblower wie Edward Snowden zum Beispiel oder politisch Verfolgte benutzen das Darknet zum Austausch ihrer Informationen. Wir kennen eine ganze Menge vor allen Dingen Menschenrechtsorganisationen, Aktivisten, aber auch Journalisten, nicht nur in repressiven Regimen, die darauf angewiesen sind, ihr Recht auf Meinungsfreiheit, ihr Recht auf Informationsfreiheit mithilfe von Anonymisierungstools zu praktizieren. Weil wenn sie heute in der Türkei als Journalist oder Aktivist gegen Erdogan vorgehen und das Internet nutzen, dann riskieren sie ihr eigenes Leben, wenn sie dabei nicht auf Anonymisierungsnetzwerke zurückgreifen. Das Darknet ist also eine Art virtueller Raum für Insider, der anders gebaut ist als das offene Internet. Manche sehen es als Hort der Freiheit, andere als Ort der Kriminalität. Was hier passiert, kann legal oder illegal sein, je nachdem, wer hier unterwegs ist. Und warum?